Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Webinar Der perfekte Pitch Monitoring für Agenturen. Ich freue mich, das Webinar gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Gonzalo Calado, zu halten. Er ist unser Trainer für die Dachregion und wird später durch den praktischen Teil des Webinars führen. Mein Name ist Susanne Ulrich. Ich betreue das Marketing für Brandwatch für die Dachregion und werde mit dem Theorieteil unseres Webinars starten. Was haben wir heute für die auf der Agenda? Zunächst werden wir ein kleines Intro geben, danach ein bisschen davon erzählen, was es für Besonderheiten und Tipps für Agenturen gibt im Bereich Monitoring. Danach ein paar Tipps, wie sieht denn eigentlich der perfekte Pitch aus? Wie bereite ich den vor? Und dann erzählt Gonzalo etwas zur Datensammlung und Analyse, wie man die Daten aufbereitet und vor allem auch, wie man Storytelling mit dem Monitoring-Dashboard betreibt. Seien Sie nicht schüchtern, machen Sie gerne mit. Zum einen im Webinar-Chat können Sie gerne Ihre Fragen stellen. Die werden im Anschluss an das Webinar beantwortet. Oder eben auch über unser Twitter-Handle @brandwatch.de, wo wir für Sie zur Verfügung stehen, auch im Anschluss an das Webinar. Oder den Hashtag BrandwatchTipps. Da stehen wir Ihnen auch gerne Rede und Antwort für Fragen, die im Webinar vielleicht offen geblieben sind. Genau, dann legen wir mal direkt mit dem Intro los, mit dem theoretischen Teil des Webinars. Vor einer großen Herausforderung, vor der viele Agenturen und auch Unternehmen immer wieder stehen, ist, dass wir sehr, sehr viele Daten haben. Daten sind das neue Gold, Big Data ist in jeder Munde. Und je größer die Datenmenge ist, umso mehr steigt auch die Verwirrung. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, welche Daten sind wirklich relevant für mich, weil es gibt einfach viel zu viele Daten im Internet, als dass man es wirklich schafft, alle Daten zu handeln und sich durch jede einzelne Erwähnung zum eigenen Unternehmen durchzuschauen. Insbesondere, wenn man ein großes Unternehmen ist oder eine Agentur mit vielen Kunden, ist es einfach schier unmöglich, sich da jeden einzelnen Kommentar anzuschauen. Das heißt, man muss das alles clustern und sortieren. Und was eben oftmals der Auftrag von Unternehmern, Agenturen ist, ist die Nadel im Heuhaufen zu finden. Das heißt, man will als Agentur bzw. als Unternehmen eigentlich auch nur die relevanten Treffer im Social Web herausfinden, die für die eigene Marke wirklich wichtig sind, auf die man reagieren muss und die man einfach nicht vernachlässigen darf. Und dazu gibt es eben Social Media Monitoring als die Lösung, weil man mit einem Monitoring-Tool wie Brandwatch die Möglichkeit hat, genau die relevanten Daten im Social Web herauszufinden, die wichtig sind für einen und diese Daten auch so zu clustern, dass man für jede Abteilung beziehungsweise für jeden Kunden genau die Daten auch rausfindet, die relevant für ihn sind und die entsprechend darstellt. Was uns noch wichtig ist zu sagen in dem Zusammenhang ist, dass natürlich Agentur nicht gleich Agentur ist und damit auch Monitoring auch nicht gleich Monitoring. Das heißt, so wie es verschiedenste Arten von Agenturen gibt, gibt es natürlich auch unterschiedlichste Anwendungsfälle für Monitoring und Agenturen. Das heißt, eine Designagentur hat beispielsweise eine ganz andere Anforderung an ein Monitoring als eine PR-Agentur, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es auch ganz, ganz unterschiedliche Ausrichtungen sind und die Kunden auch mit ganz anderen Wünschen an die jeweilige Agentur herantreten. Das sind jetzt einfach mal die paar häufigsten Anwendungsfälle, die wir als Monitoring-Anbieter in unserer Zusammenarbeit mit Agenturen immer wieder sehen. Da gibt es zum einen die PR-Agentur, die möchte natürlich die Maßnahmen tracken. Das heißt, wie sind die PR-Maßnahmen gelaufen? Wurden wir auf allen relevanten Kanälen, wo wir sichtbar sein wollten, auch entsprechend veröffentlicht? Dann ist natürlich auch die Krisenprävention oder auch Shitstorm-Prävention genannt für PR-Agenturen immer ein sehr großes Thema. Oder es geht eben auch darum, Medien zu identifizieren. Das heißt, was sind denn vielleicht noch neue Medien für meinen Kunden, die ich noch gar nicht so richtig beachtet habe bisher? Oder kommen vielleicht auch neue Publikationen auf den Markt, die wichtige Magazine für meinen Kunden sind? Die Mediaagentur hat das Hauptziel, Kampagnen zu tracken. Das heißt, wie sind bestimmte Kampagnen im Social Web gelaufen? Oder auch zu schauen, wie wurden TV-Kampagnen oder Print-Kampagnen oder ähnliches auch im Social Web aufgegriffen. Dann geht es natürlich auch darum, die Stimmung zu beobachten. Das heißt, wenn ich Sponsor einer bestimmten TV-Sendung bin, möchte ich natürlich auch wissen, redet das Publikum positiv darüber, redet es negativ darüber, kann ich vielleicht Trends ablesen, die wiederum als
Marke, das Sponsoring beeinflussen, weil ich als Agentur einfach wissen muss. Oder eben auch neue Medienkanäle zu identifizieren, gerade in den neuen Medien. Social Media gibt es vielleicht auch Foren, auf denen mein Kunde noch nicht vertreten ist, wo es sich aber auf jeden Fall lohnt, entsprechend Anzeigen zu schalten oder mit Community Management präsent zu sein. Die Social Media Agenturen, da geht es sehr oft darum, dass Influencer identifiziert werden. Das heißt, dass man einfach schaut, wer sind denn relevante Multiplikatoren in meiner Zielgruppe. Dann geht es natürlich auch um die Themenanalyse. Das heißt, man findet als Social Media Agentur heraus, welche Themen interessieren die Zielgruppen des Kunden und wie kann ich die entsprechend auch bespielen. Das heißt, kann ich bestimmte Contents dafür produzieren? Kann ich damit Community Management praktische Tipps geben oder ähnliches? Und das dann wiederum auch nehmen, um Leute auf die Webseiten der Kunden zu lenken. Und natürlich auch zum Tracken der Maßnahmen, die man im Social Web macht, sind die auch wirklich so erfolgreich, wie man sich das vorgestellt hat. Das heißt, da hat man mit Monitoring als Agentur eigentlich schon eine ganz gute Basis, um auch entsprechende KPIs zu definieren und dann auch entsprechend zu messen. Dann gibt es natürlich auch die Digitalagenturen, wo es hauptsächlich um Digitalstrategien geht. Hier geht es natürlich um einen globalen Blick rund um den Markt und auch die Wettbewerber. Das heißt, man muss natürlich auch die Konkurrenzmarken beobachten des Kunden, um auch zu wissen, wo steht denn der eigene Kunde im Benchmark zu seinen Mitbewerbern. Gibt es vielleicht Sachen, die er besonders gut macht oder gibt es Sachen, wo er noch Nachholbedarf hat? Und dass man vor allem eben auch Potenziale erkennt im Markt. Das heißt, wo gibt es vielleicht noch Kanäle, die nicht bespielt wurden? Wo gibt es Meinungsführer, die noch brach liegen sozusagen, die noch mit keiner Marke in dem Falle in Kontakt sind? Oder eben auch, wo gibt es Sachen, die die Konkurrenz ganz besonders toll macht, wo der eigene Kunde noch mit aufspringen kann? Und natürlich auch Meinungsführer finden, mit denen man wiederum für die Digitalstrategie in Austausch treten kann und sich da auch entsprechende Tipps holen kann oder einfach den Dialog anregen kann. Dann Marktforschung ist ja jetzt nur im weitesten Sinne als Agentur selber zu sehen, aber viele Marktforschungsinstitute ja nehmen in dem Fall auch den Agenturcharakter ein. Hier geht es hauptsächlich darum, dass man Marktübersichten erstellt. Das heißt, dass man sich wirklich anschaut, wie ist denn der jeweilige Markt aufgebaut? Wer sind die Top-Player? Wie steht der eigene Kunde da im Vergleich zu dem Wettbewerb? Es geht auch sehr oft darum, Trends zu erkennen. Das heißt, dass man wirklich schaut, wie ist der Status quo, wie sah es in der Vergangenheit aus und was kann ich daraus für die Zukunft ableiten, um meinen Kunden das wiederum zu empfehlen. Und es geht auch darum, Feedback zur Marke zu sammeln. Das heißt, das ist das, wo unsere Marktforschungskunden sehr oft Berührungspunkte haben und was eben sehr häufige Anwendungsfälle sind. Und dann gibt es eben auch noch bestimmte Spezialagenturen. Das heißt, das sind beispielsweise Agenturen, die nur auf eine bestimmte Branche wie Food oder Pharma spezialisiert sind oder auch beispielsweise nur auf dem B2B-Bereich. Und da geht es dann letzten Endes eben jetzt im Beispiel B2B darum, dass man Segmente analysiert. Das heißt, man nimmt verschiedenste Segmente aus dem Bereich B2B, macht da Detailanalysen dafür. Wenn man eine Social-Selling-Agentur ist, gibt es auch die Möglichkeit, dass man natürlich Monitoring nutzt, um Kaufabsichten im Web zu entdecken und natürlich auch wieder Erfolgsmessung zu betreiben. Das heißt, Sie sehen jetzt hier schon an dem einen Chart, wie unterschiedlich eigentlich die Anwendungsfälle für Monitoring sind und dass man nicht einfach nur sagen kann, okay, es ist eine Agentur und dann kommt Punkt A, B und C zum Tragen, sondern man muss sich wirklich angucken, was für eine Agentur ist das, was für Kunden hat die Agentur und wie kann dann entsprechend Monitoring bestmöglich genutzt werden. Tipps und Besonderheiten Monitoring für Agenturen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Agenturen und Unternehmen zusammenwirken und wie Monitoring da zusammen mit reinspielt. Also zum einen gibt es eben den Prozess, dass die Agentur autark handelt. Das heißt, die Agentur nutzt selber das Monitoring, setzt alles selber auf, legt die Suchanfragen an, bereitet die Dashboards auf, macht die Datenanalyse und liefert dann eigentlich die fertigen Daten an den Kunden. Das heißt, es kann entweder für einen Pitch sein, worüber wir ja heute sprechen hauptsächlich. Es kann aber auch sein, dass der Kunde schon Kunde der Agentur ist
und dann eben entsprechend monatliche Reportings haben möchtest, beispielsweise über ein teilbares Dashboard oder über direkte Reports oder einfach nur Alerts haben möchte, was zur eigenen Marke gesprochen wird. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass der Kunde das Monitoring vereint sozusagen in seiner Marke, aber eben Unterstützung von der Agentur dafür benötigt. Das heißt, der Kunde ist der, der letzten Endes die Queries anlegt, die Dashboards aufsetzt und die Analysen durchführt, aber dann die Agenturen eben für bestimmte Detailsachen benötigt, wie zum Beispiel Markups, das heißt, wenn das Sentiment nachklassifiziert werden muss, wenn bestimmte Themen im Monitoring kategorisiert werden müssen oder einfach auch die Agentur nutzt als strategische Beratung, indem der Kunde sagt, okay, liebe Agentur, das sind meine Ergebnisse, die ich aus dem Monitoring ziele, was kannst du damit für mich ableiten und wie kann ich hier weiter vorgehen? Und dann gibt es natürlich auch noch den Prozess, den wir immer öfter hören und den wir auch persönlich bevorzugen. Das ist diese enge Abstimmung zwischen Agentur und Kunde. Das heißt, der Kunde ist in das Monitoring involviert, gemeinsam mit der Agentur. Und es finden eben sehr viele Prozesse statt, die miteinander abgestimmt werden. Das heißt, man schaut sich zusammen an, wie soll die Suchanfrage aufgebaut werden? Welche Ziele habe ich überhaupt mit dem Monitoring? Welche Analysen benötige ich? Und dann letzten Endes bekommt der Kunde auch genau die Dashboards und Reportings, die für ihn wichtig sind, weil er eben im Vorfeld direkt mit einbezogen war. Also es gibt keinen Königsweg, es haben alle Wege ihre Vor- und Nachteile, aber das ist eben der Weg, den wir immer öfter hören und wo wir auch denken, dass der sehr gewinnbringend ist, wenn einfach da eine sehr enge Zusammenarbeit auch stattfindet, weil Monitoring doch recht komplex werden kann. Und es dann deswegen immer besser ist, wenn beide gemeinsam arbeiten. Als Agentur hat man natürlich auch immer einen Wissensvorsprung gegenüber seinen Kunden. Das heißt, man ist eigentlich in dem Falle derjenige, der als erstes Bescheid weiß, wenn was passiert. Vor allem, wenn man das Monitoring ownt sozusagen. Man bekommt sofort die Alerts, wenn man sieht, da bricht gerade ein negatives Thema los. Man weiß sofort Bescheid, wenn irgendwas im Social Web gesprochen wird über ein neues Produkt des Kunden. Und man hat einfach ein gigantisches Wissen durch das ganze Monitoring, was man auch entsprechend nutzen kann und dem Kunden dafür wieder sehr viele Vorteile auch damit schaffen kann. Das heißt, was wir immer Agenturen empfehlen, ist auch, dass sie den Wissensvorsprung entsprechend nutzen. Zum einen natürlich, um den Kunden noch besser kennenzulernen, zum anderen auch als Grundlage zur Planung und Auswertung von Kampagnen. Das heißt, wenn man einfach merkt, im Social Web hat eine Kampagne, die in der Vergangenheit gemacht wurde, nicht so eine tolle Resonanz erzielt, dass man sich eben anschaut, okay, woran kann das gelegen haben, das dann entsprechend für die nächste Kampagne nutzt, dass man beispielsweise auch regelmäßige Studien für den Kunden erstellt oder dass man auch strategische Handlungsempfehlungen ausspricht. Das heißt, wenn es beispielsweise eine Image-Kampagne gegeben hat, kann man sich als Agentur anschauen, wie kam die beim Publikum an, hat die wirklich das Ziel bezweckt, was sie bezwecken sollte, das entsprechend als Input an den Kunden auch weitergeben. Man kann Reports erstellen, wie wird die Marke des Kunden wahrgenommen, wie sieht der Markt aus oder auch was machen die Wettbewerbe. Man kann natürlich, gerade wenn man jetzt eine Social-Media-Agentur ist, die Ergebnisse aus dem Monitoring auch für Community Management nutzen, zum Beispiel direkt auch auf Treffer reagieren, zusammen mit Hootsuite. Also wir haben zum Beispiel von Brandwatch aus auch eine direkte Anbindung an Hootsuite, wo man direkt auf die Treffer, die man im Social Web findet, reagieren kann und dadurch ist eben gewährleistet, dass eine sehr schnelle Reaktion erfolgt. Man kann natürlich die Monitoring-Ergebnisse auch nutzen, um Content für Blogs und Webseiten zu identifizieren. Das heißt, wenn man beispielsweise erkennt, dass sich das Publikum für ein ganz bestimmtes Thema interessiert, da immer wieder drüber spricht, vielleicht auch Fragen stellt, dass man dann entsprechend auch Inhalte dazu veröffentlicht, weil man weiß, das ist das, was das Publikum eigentlich möchte. Und es lassen sich natürlich auch Früherkennungssysteme entwickeln für Trends, Themen oder auch eine potenzielle Reputationsgefährdung, die passieren kann beim Kunden, dass man da einfach wirklich sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeitet und schnell informiert ist und auch dann entsprechend die Prozesse definiert. Und last but not least sind natürlich auch immer kundenspezifische Alerts sehr spannend. Das heißt, man kann mit einem Tool bei Brandwatch beispielsweise auch
Alerts einstellen. Das heißt, selbst wenn der Kunde keinen Brandwatch-Account hat, kann man als Agentur einen Alert anlegen, damit der Kunde immer dann genau erfährt, wenn etwas über ihn gesprochen wird und auch in Echtzeit sozusagen informiert ist, wenn man das als Agentur so möchte. Was immer ganz wichtig ist, ist, dass man die Erwartungen mit dem Kunden gemeinsam definiert. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie als Agentur das Tool kennenlernen, dass Sie mit dem Kunden auch gemeinsam die Ziele für das Social Media Monitoring festlegen und vor allem auch darüber sprechen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und das sollte auch ein ganz, ganz offener Dialog sein. Denn es bringt zum Beispiel nichts, wenn man jetzt sagt, okay, man kriegt ein 99-prozentiges Sentiment hin, weil Tonalität ist immer so eine Sache, die sich nie hundertprozentig definieren lässt oder 99-prozentig. Es ist einfach wirklich wichtig, dass man mit dem Kunden ganz genau das auch durchgeht. Was kann ein Monitoring-Tool? Welche Möglichkeiten gibt es? Und dann auch entsprechend die Erwartungshaltung definiert und vor allem auch die KPIs gemeinsam festlegt. Das heißt, was ist dem Kunden wichtig? Was soll getrackt werden? Was sind die KPIs und wie kann ich die mit Monitoring messen? Jetzt sind wir schon beim Ablauf eines perfekten Pitches. Wie sieht der aus? Zum Ersten muss man natürlich Informationen vom potenziellen Kunden einholen und das so viele wie möglich. Man muss vor allem auch die Zielsetzung des Kunden kennenlernen. Das heißt, warum möchte der Monitoring machen? Warum braucht er eine Agentur, die für Social Media Monitoring zuständig ist? Und da einfach versuchen, so viel wie möglich auch an Input zu bekommen, damit man hier weiterarbeiten kann. Wenn man das hat, macht es natürlich Sinn, ein passendes Pitch-Team zusammenzustellen. In der Regel ist es auch immer gut, wenn man den Monitoring-Anbieter, den man sich dafür ausgesucht hat, mit ins Boot holt. Wir machen das öfter zusammen, dass wir mit Agenturen gemeinsam Pitches auch durchführen. Haben da auch schon Erfahrungen mit, weil wir dann einfach mit dem Monitoring beziehungsweise mit dem Agenturteam auch nochmal ganz gezielt in ein paar Details reingehen können und auch viel von unserem eigenen Wissen weitergeben können, wenn es jetzt um solche Pitch-Situationen geht. Dann kommt natürlich die Recherche. Wir haben jetzt in unserem Webinar ein Beispiel zum Thema Langnese. Es ist jetzt einfach nur ein fiktiver Pitch, den wir uns ausgedacht haben. Und da würden wir eben wie folgt recherchieren. Wir würden zum einen auf Wikipedia uns überhaupt erstmal anschauen, was gibt es denn überhaupt für Eis oder was ist Langnese überhaupt, welche Eissorten gibt es und was haben die vielleicht auch für eine Kernaussage. Das heißt, wenn man auf die Langnese-Webseite geht, sieht man eben schon sehr schnell, dass es um das Thema Glücksmomente, Happiness geht. Sie haben auch eine eigene URL sogar, so schmeckt-glück.de. Und solche Sachen findet man eben heraus, wenn man sich, bevor man überhaupt mit dem Monitoring anfängt, erstmal ganz genau hier eindenkt. Wenn die Recherche gelaufen ist, kann man dann auch mit dem Setup der Query oder der Queries anfangen. Queries sind Suchanfragen, mit denen man dem System sagt, wonach es suchen soll. Und hier kann eben die Marke getrackt werden oder auch die Konkurrenz getrackt werden. Beziehungsweise beides zusammen ist das, was wir immer empfehlen. Und so eine Query kann zum einen nur das Suchwort Langnese enthalten oder es kann wirklich sehr, sehr komplex sein. Also es sind dann auch mehrere Queries meistens möglich und in den Queries kann man sehr, sehr viel abfragen. Das heißt, hier jetzt einfach nur mal ein Beispiel, was der Gonzalo dann später auch noch im Praxisteil zeigt. Das heißt, hier gucken wir jetzt eben nach verschiedensten Marken. Wir gucken nicht nur nach Langnese, sondern wir gucken eben auch nach Häagen-Dazs oder nach Schöller oder Ben & Jerry's oder ähnliches und möchten damit eben auch herausfinden, was wird über welche Eismarken gesprochen und man kann natürlich auch noch herausfinden, woher kommt denn das Eis? Machen die Leute das Eis am liebsten selber oder gehen sie in die Eisdiele oder kaufen sie es im Supermarkt? Und dann kann man natürlich auch noch die Query wesentlich weiter fassen und sich auch noch anschauen, was sind denn die Geschmacksrichtungen, die das Publikum möchte? Welche Eisarten mag es am liebsten oder eben auch welche Themen gibt es, die rund um das Thema Speiseeis besprochen werden. Und somit hat man eben schon mal gewährleistet, dass jetzt nicht nur der reine Markenname getrackt wird, sondern dass man einfach auch viel größeren Kontext anbieten kann. Sobald die Query aufgesetzt ist, fängt das System an zu suchen. Es gibt natürlich auch historische Daten, auf die zurückgegriffen werden kann. Aber die Suche ist immer zu 100% ab dann, wenn man sie ansetzt. Und dann kann man auch schon mit der Datenrecherche beginnen. Es passiert alles sehr, sehr schnell und ist in der Regel nur eine Sache von wenigen Minuten.
Genau. Bei der Analyse der Daten sollte man besonders darauf achten, dass man beispielsweise Schwachstellen herausstellt, das heißt wirklich auch gezielt danach suchen, wo hat die Konkurrenz Schwachstellen, wo hat der eigene Kunde vielleicht momentan noch Schwachstellen oder sich eben auch Besonderheiten raussucht und damit eben auch herausfindet, was ist denn wirklich das Besondere an den Daten, dass man jetzt nicht einfach nur ein ganz normales Standard-Dashboard zeigt, sondern auch eine Geschichte erzählen kann. Und hier kann man eben nach verschiedensten Möglichkeiten gucken in der Analyse. Das ist jetzt nur mal so ein Beispielauszug von Punkten, die wir ab und zu untersuchen oder was einfach nur ein allgemeines Beispiel darstellen kann, nach was man überhaupt suchen kann. Das ist jetzt nicht auf das Thema Speiseeis bezogen, sondern ganz allgemein gehalten. Das heißt, man kann zum einen, kann man sich in den Daten angucken, wie ist das Kundenfeedback, wie wird über Preis, Qualität gesprochen, über die Öffnungszeiten. Man kann sich auch gerade bei technischen Geräten anschauen, wie wird über die Features gesprochen. Man kann sogar so weit gehen, dass man den Bereich HR mit sich anschaut und da über das Thema Bewerbung, Ausbildung, Arbeitsbedingungen etc. Sich verschiedene Sachen anschaut. Oder eben auch, wie kommen bestimmte Kampagnen an. Das heißt, die Palette, wie Sie hier sehen, das ist jetzt nur ein Auszug, ist wahnsinnig groß und es kommt dann natürlich auch darauf an, was möchte der Kunde, was hat man vielleicht beim Pitch Briefing auch herausgehört, was ihm wichtig ist und hier dann ganz speziell nochmal in die einzelnen Themengebiete eintauchen. Genau, wenn man die Daten dann analysiert hat, dann geht es im nächsten Schritt darum, sich eine Story zu überlegen. Das heißt, was möchte ich in meinen Pitch präsentieren. Wie wir ganz am Anfang gesehen haben, geht es dem Kunden ja in der Regel darum, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Das heißt, er möchte weniger sehen, wie viele Treffer gab es insgesamt. Das ist natürlich auch eine wichtige Information, aber er möchte mehr auch sehen, was kann ich damit jetzt anfangen mit dem Monitoring? Wie muss ich, ja, welche Informationen benötige ich, die ich in meine Geschäftsentscheidung mit einbeziehen kann? Und da ist es eben immer gut, wenn man auch verschiedene Goodies mit einbaut und die mit analysiert. Und hier einfach mal ein paar Beispiele, wie so Goodies aussehen könnten. Das ist jetzt auch aus einem anderen Bereich, das ist jetzt Bereich Mobilfunk. Das heißt, da könnte ich mir für mein Storytelling einfach mal im Dashboard suchen, Bereich Mobilfunk, alle Leute, die sich gerade nach einem neuen Mobilfunkprovider umschauen. Und was wiederum für meinen Kunden in dem Falle ein potenzieller Kunde sein könnte, weil das genau die Leute sind, die mit ihrem jetzigen Anbieter unzufrieden sind und die ich mit geschickten Social Selling Strategien auch auf meine Seite ziehen könnte. Oder dass man sich eben auch mal raussucht, kontextbezogene Analysen. Das heißt, das ist jetzt ein Beispiel von der Fußball-WM, wo wir uns einfach mal angeguckt haben, wie werden denn Marken in diesem Zusammenhang genannt? Es gab insgesamt über 1 Million Treffer zur WM 2014, nur im deutschsprachigen Raum. Und wenn wir dann eben sehen, dass Adidas nur 9000 Mal genannt wird, obwohl es schon mit Abstand die meistgenannte Marke ist, dann tun sich eben hier sehr viele interessante Geschichten auch auf, die man auch in einem Pitch erzählen könnte. Weil die Marken ja sehr, sehr viel Geld in ein solches WM-Sponsoring oder ähnliches investieren. Und man dann natürlich auch gerne den ROI nachweisen möchte. Und da sind solche Vergleiche immer sehr, sehr schön, um das auch zu zeigen. Genau. Wenn man sich dann die Story überlegt hat und die verschiedenen Goodies auch eingebaut hat und wissen möchte, was man erzählen mag, dann kann man auch entsprechend das Dashboard aufsetzen. Und mit dem Dashboard kann man dann direkt die Geschichte im Pitch erzählen, ohne dass man viel hin und her switchen muss, sondern man hat dann alles schon so weit fertig, dass man nur noch loslegen kann und mit den einzelnen Tipps dann auch letzten Endes die Story erzählt und auch eine spannende Story hat, mit der man den Pitch überzeugen kann. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass man die Präsentation mittels Storytelling auch durchführt. Das heißt, dass man nicht nur das Dashboard vorstellt, sondern eben auch die einzelnen Geschichten und Goodies entsprechend mit erwähnt und hier und da auch in die Details geht. Und was auch immer sehr wichtig ist, ist, dass man nicht nur herausstellt, was das Tool eigentlich kann. Also im allerersten Pitch ist es vielleicht auch je nach Anforderung natürlich, aber ist es oftmals auch gar nicht so spannend, jedes einzelne Feature vorzustellen, sondern wirklich zu zeigen, okay, das haben wir mit dem Tool überhaupt herausgefunden über eure Marke. Das ist spannend für euch. Und dann entsprechend auch die eigene Beratungsleistung als Agentur für den Kunden nochmal herauszustellen.
Und dann natürlich, wenn das alles erledigt ist, den Pitch gewinnen. So. Und für einen Pitch ist natürlich die Vorbereitung immer sehr wichtig. Das heißt, wenn Sie die kompletten Informationen haben, was erwartet wird von dem Pitch, was von Ihnen als Agentur erwartet wird, dann geht es natürlich, bevor Sie das Monitoring aufsetzen, erstmal um das Thema, welchen Gesprächen möchte ich überhaupt zuhören. Das heißt, im Social Web wird sehr, sehr viel gesprochen, aber was davon interessiert mich? Und da kann ich eben die Daten nochmal sehr tief clustern nach Themen oder Gesprächsgruppen. Das heißt, ich kann zum Beispiel schauen, möchte ich jetzt nur Arbeitnehmern zuhören der Marke oder möchte ich den Kunden der Marke zuhören? Wenn meine Marke oder mein Kunde vielleicht ein großes Event hat, möchte ich dann nur wissen, was die Eventteilnehmer sagen? Geht es um potenzielle Kunden? Geht es vielleicht sogar um Fernsehzuschauer, womit wir wieder beim Thema Second Screen-Analyse wären? Oder ich kann sogar so weit runterbrechen, dass ich nur wissen möchte, was Großverdiener zu meiner Marke sagen, was zum Beispiel im Bereich Automobil sehr spannend sein könnte oder auch Luxusmarken. Und je nachdem, was da eben mein Kunde möchte und was ich meinem Kunden auch erzählen möchte im Pitch, ist es eben hier wichtig, verschiedene Gesprächsgruppen oder Themengruppen auch zu identifizieren, was man mit Brandwatch eben sehr schön machen kann, indem man beispielsweise über Autorenlisten auch geht oder sich verschiedene Kategorien anlegt. Und dann kann ich natürlich mir auch noch anschauen, welche Marken möchte ich vergleichen. Da sind wir wieder bei der Recherche, die ich im Vorfeld erwähnt habe. Das heißt, hier würde ich im Beispiel Langnese, zu dem der Gonzalo auch gleich noch im Praxisteil was erzählt, würde es dann eben darum gehen, sich nicht nur Langnese als Marke anzuschauen, sondern auch Langnese im Benchmark mit anderen Marken, wie zum Beispiel Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, Magnum Schöller oder andere Eismarken. Und die muss ich eben herausfinden. Idealerweise ist sowas in dem Pitch-Briefing schon mit dabei, wer die Hauptwettbewerber sind. Ansonsten gibt es da auch verschiedene Portale, die sich für sowas sehr gut eignen. Und wie das Ganze jetzt in der Praxis aussieht, das erzählt der Gonzalo jetzt im praktischen Teil des Webinars. Was ich jetzt zeigen werde, ist eine Recherche über Eisessen auf Deutsch. Deswegen werde ich jetzt die Query zeigen. Die ist nämlich hier. Research Eisessen. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, im Pitch sollte man, oder das ist meine Empfehlung, sollte man vermeiden, dass man die Query und solche technischen Daten zeigt, wie ich gesagt habe. Für einen Pitch ist nicht so interessant, wie man eine Query schreibt, welche Suchbegriffe dabei sein müssen und so weiter. Deswegen, wenn man die Zeit hat und man kann diese ganze Vorbereitung machen, dann würde ich empfehlen, dass man sowas überhaupt nicht zeigt. Es sei denn, der Kunde hat eine Frage oder so, dann können Sie gerne diese Frage beantworten. Aber wie gesagt, ich würde das vermeiden. Nur für diesen Webinar zeige ich Ihnen gerne, wie wir diese Query aufgebaut haben. In diesem Fall haben wir hier verschiedene Verben über wie man, wo man Eis kauft und ich will Eis und so weiter. Dann haben wir verschiedene Eissorten hier, Eiscreme, Eisbecher, Wassereis und so weiter. Dann haben wir verschiedene Geschmacksrichtungen auch hinzugefügt und sogar Marken, Eismarken. Hier sehen Sie zum Beispiel Schöller, Mövenpick, Häagen-Dazs und so weiter. Natürlich haben wir auch bestimmte Ausschlussbegriffe benutzt für die Query. Diese Query ist die einzige Datenquelle, die wir für dieses Beispiel benutzen werden. Jetzt werde ich zum Dashboard gehen und aus dem Dashboard werde ich versuchen, ein paar Goodies zu suchen, also sprich ein paar interessante Fakten, die ich im Pitch zeigen kann, wo ich den Kunden interessanten Sachen über ihn oder über den Markt erzählen kann. Ich gehe rein ins Dashboard rein. Und wir haben in diesem Fall dieses Dashboard angelegt. Wir haben den Zeitraum von Juni bis September analysiert und wie Sie sehen, die ersten drei dann sind wie im Default-Dashboard. Sie müssen aber nicht unbedingt diesen Default-Dashboard nehmen. Also wie Sie wissen, die Dashboards sind bei Brangus ziemlich flexibel und Sie müssen auch diese Flexibilität benutzen, wenn Sie bestimmte Insights herausfinden wollen, um das dann nämlich dem Kunden zu zeigen. Es gibt ganz viele Monitoring-Tools und nicht alle sind so flexibel. Deswegen ich empfehle, dass man, wenn das Default-Dashboard ergänzt werden kann, dass Sie nämlich diese Gelegenheit benutzen, um dann diese wichtigen Insights zu zeigen. In diesem Fall werde ich zum Beispiel einfach beim Summary-Tab bleiben
Und Sie sehen, dass wenn ich hier runterscrolle, ich sehe automatisch diesen Peak mitten August, wo auf einmal die Gespräche über diese Eisessen in Deutschland steigen auf einmal bis 200, über 200 Gespräche. Meine Frage wäre, was ist da passiert? Das kann etwas ganz Interessantes sein, was ich im Pitch benutzen kann. Ich werde darauf klicken und ich bekomme hier die über 200 Erwähnungen an diesem Tag. Was ist denn hier passiert? Warum gibt es so viele Gespräche? Es sieht alles so aus, als ob es alles ein Retweet wäre von irgendjemand. Diese Person ist Bibis Beauty. Ich werde erstmal sehen, wer diese Person ist. Ich klicke drauf. Genau, und das ist Bibis Beauty Palace. Wenn ich sehen will, wer diese Person ist und ob sie überhaupt ein potenzieller Influencer wäre, mache ich das so. Ich sehe, sie hat 148.000 Follower, also sie hat eine riesige Community. Und es gibt noch ein paar interessante Sachen darüber. Dieses Bild von ihr, das beste Schokoladeneis, was ich jemals gegessen habe, das ist das Bild, wurde über 2000 Mal geliked und über 300 Mal geretweetet. Das Witzige daran ist, dass man weiß nicht, welche Marke das ist. Man weiß nicht, ob es Häagen-Dazs oder Mövenpick ist oder wo sie überhaupt diesen Eis gekauft hat. Aber wie Sie sehen, es gibt viele Kommentare über von ihrer Community und diese Community heißen nämlich, also ganz viele Nutzer von dieser Community heißen Bibinator, Bibinator, Bibinator. Also die hat eine ganz enge Community, die sie wirklich folgen und so, Sachen so wie folgendes posten. Bibi, wie ich den ganzen Tag auf deine Tweets warte. Also diese Person, Bibi Beauty Palace, hat einen riesen Einfluss auf diese Community. Und deswegen könnte sie eine potenzielle Influencerin sein. Das, was ich auch interessant finde, ist, dass keine einzige Eismarke darauf reagiert hat. Also es gab hier Potenzial, um nämlich diese Person als Influencer zu nutzen und Werbung über unsere Marke zu machen. Und keine Marke hat es benutzt. Von wie viel Potenzial reden wir? Das werde ich Ihnen jetzt auch noch zeigen. Wie Sie bestimmt schon wissen, und wenn Sie nicht wissen, bitte stellen Sie eine Frage gerne in den Chat. Ich werde die nachher gerne beantworten. Können Sie einen Reiter einfach hinzufügen? Und hier können Sie die Komponente Chart zum Beispiel hinzufügen. Was will ich hier machen? Ich will wissen, welche potenzielle Reichweite hat diese Autorin an dem Tag gehabt. Deswegen werde ich jetzt hier die Filtereinstellungen ändern. Anstatt Volume per Days Breakdown by Sentiment werde ich Breakdown by Queries, weil mir interessiert in diesem Fall die Tonalität nicht. Und jetzt, wie Sie wissen, sehe ich Volumen im Zeitverlauf. Also ich sehe, dass an dem Tag über 200 Menschen das geretweetet haben. Über 200 Menschen haben tatsächlich dieses Bild gesehen. Aber wie viele Menschen haben potenziell dieses Bild gesehen und nicht geretweetet? Wie kann ich das sehen? Ich muss einfach hier anstatt Volume Total Followers auswählen. Was bedeutet das? Wenn ich Apply mache, das bedeutet, dass an dem Tag fast 200.000 Menschen haben potenziell dieses Bild gesehen. Ein Bild, wo es keine Marke steht, worauf keine Marke reagiert hat. Also wir sehen, dass wirklich ziemlich viel Potenzial gibt, was in diesem Fall nicht benutzt wurde von irgendeiner Marke. Übrigens, wenn Sie mehr Daten brauchen über die Vergangenheit, weil in diesem Fall haben wir von Juni bis September analysiert. Jetzt gibt es ein neues Produkt, das heißt Twitter Hindsight. Und Sie können Daten von Twitter ab 2006 haben. Also wenn Sie mehr Informationen darüber haben wollen, stellen Sie bitte eine Frage im Chat oder kontaktieren Sie Ihren Account Manager. Aber es besteht die Möglichkeit, diese historischen Daten ab 2006 von Twitter zu haben. Okay? Das wäre einfach eine Option, eine Story zu finden. Ich werde deswegen diesen Reiter Influencer nennen. Und das wäre die potenzielle Reichweite, wie gesagt. Es gibt aber auch andere Wege, solche Goodies, solche Stories herauszufinden. Welche andere Option habe ich? Zum Beispiel unter dem Reiter Twitter haben wir Twitter Insights. Und diese Komponente ist sehr, sehr interessant. Warum?
Unter Top Stories finden wir die Links, die am meisten geteilt wurden. Also wir sehen hier zum Beispiel, es ist nämlich dieses BB Beauties Bild, was hier über 300 Mal geretweetet wurde und so weiter, insgesamt für die Periode. Aber es gibt auch andere, das haben wir ja selber herausgefunden, es gibt aber andere Teile von diesen Komponenten, das heißt zum Beispiel Top-Hashtags. Was sind diese Top-Hashtags? Sie wissen ja, dass manchmal manche Nutzer von Twitter ein Hashtag anlegen und auf einmal wird dieses Hashtag von ganz vielen Nutzern benutzt. In diesem Fall zum Beispiel gibt es dieses Hashtag AskShanti, das wurde am meisten benutzt. Es wurde insgesamt 27 Mal getweetet und die potenzielle Reichweite war von 65.000 Personen haben das gesehen. Worum ging es hier? Ich werde einfach drauf klicken und ich sehe, dass es einfach eine Frage an Shanti Jointan war, wo jemand fragt, welche ihre Lieblingssorte, Lieblingseissorte war. Ich will aber wissen, wer diese Shanti Tan ist. Ich werde deswegen hier nochmal klicken. Und es ist mehr oder weniger das gleiche wie früher. Es ist auch eine potenzielle Influencerin. Sie hat 49.000 Follower, schon wieder eine riesige Community. Ich weiß nicht, ob Sie die Plakaten auf der Straße gesehen haben, aber jetzt macht YouTube Werbung. Es gibt nämlich Plakaten, mindestens in Berlin, über diese Vloggers, die irgendwelche YouTube-Kanäle haben und die voll berühmt sind, damit sie eine Idee haben, was für einen Einfluss diese Personen haben. Sogar YouTube macht Werbung, Plakate über sie. Deswegen, die Macht der Einfluss dieser Menschen ist riesig und ich glaube, als Marke kann man solche Personen benutzen, um nämlich die Marke zu verbreiten. Das wäre ein anderer Goodie, was wir benutzen können zum Pitch. Eine andere Option wäre, was ist, wenn wir zeigen wollen, wie viel wir über den Markt wissen oder wenn wir Daten von Brownwatch mit anderen Daten kombinieren wollen. Das geht auch. Zum Beispiel, ich werde jetzt eine History Chart mir hier, habe ich mir schon angelegt und ich werde diese Daten mit Daten vom Wetterbericht vergleichen. Also ich will wissen, ob, wenn die Temperatur steigt, auch die Gespräche über Eis steigen. Bevor ich das zeige, wie ich das mache, ich wollte auch kurz sagen, dass Sie können immer Erklärungen zu Tabellen oder zu Grafiken hinzufügen, indem Sie einfach eine Note hinzufügen. Wie Sie schon wissen, das können Sie hier machen. Einfach auf Add a Note oder Sie haben auch natürlich in dieser Liste an Komponenten die Komponente Note. Warum ist das wichtig? Wenn Sie ein Dashboard anlegen und das mit dem Kunden teilen, es ist auch wichtig, dass Sie nicht nur die Grafiken zeigen, sondern dass Sie auch wirklich diese Insights hier zusammenfassen. Das können Sie nämlich so machen. Zum Beispiel Datenvergleich mit Wetter hat ergeben, dass es korreliert. Wie haben wir das gemacht? Wir haben zuerst diesen Zeitverlauf heruntergeladen, hier unter Export auf Excel. Und dann haben wir auch online die Temperaturen von Berlin heruntergeladen. Die haben wir hier pro Tag. Okay, wie können wir jetzt einfach wissen, ob es eine Korrelation gibt oder nicht? Das müssen wir einfach, wie Sie bestimmt schon wissen, eine Tabelle machen, beziehungsweise eine Grafik. Hier Linien. Und so können wir die Daten von Brownwatch außerhalb Brownwatch benutzen, wenn wir nämlich andere Daten damit benutzen können. Zum Beispiel sehen wir, dass es gibt tatsächlich manche Picks, wo die Gespräche und die Temperaturen steigen. Hier auch, hier auch, hier auch. Deswegen würden wir sagen, ja, es gibt eine Korrelation. Und das ist nämlich auch so ein Insight, was man für den Pitch mitnehmen kann. Bisher habe ich Ihnen gezeigt, mehr oder weniger, wie ich das Ganze bauen würde oder wie ich diese Goodies finden würde. Hier gibt es jetzt noch ein paar Beispiele von Sachen, die wir direkt im Pitch zeigen würden. Zum Beispiel Geschmacksrichtungen, um zu zeigen, wie viel man über den Markt oder über die Konkurrenten kennt. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die meisten Gespräche um Schokoladengeschmacksrichtung gingen und auch Vanille sieht ziemlich
Wichtig ist auch, es gibt ganz viele Gespräche, die sich darum drehen. Man könnte auch über die Bezugsquellen reden. Woher haben diese Nutzer ihren Eis? Es könnte zum Beispiel Supermarkt oder Eisdielen oder die machen das selber. Oder man könnte natürlich Marken vergleichen. Das ist auch sehr, sehr spannend für einen Pitch. Und zum Beispiel, was man machen kann, ist vergleichen, wie viel über welche Marken gesprochen wurde. Und das Lustige ist zum Beispiel, über Ben & Jerry's wurde viel gesprochen. Und dann will man natürlich auch zeigen, wie wurde über Ben & Jerry gesprochen. In diesem Fall können wir zum Beispiel eine Mentions and Search Komponente hinzufügen. Und hier habe ich ausgewählt, wie man über verschiedene Marken gesprochen hat, nicht nur Ben & Jerry. Ich habe gefiltert nach positive Beiträge und ich habe mir ein paar interessante ausgewählt, wie zum Beispiel, ich mag kein Schokoeis, aber Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie ist so geil. Also eine Person, die keine Schokolade mag, aber diese Schokolade Eis von Ben & Jerry mag sie doch. Oder in diesem Fall ist auch ziemlich interessant, ich liebe dieses Wassereis mit der Knisterbrause-Spitze von Lidl. Wenn wir aber uns diese Tweet anschauen, Lidl hat nicht mal diesen Tweet favorisiert oder geretweetet oder geantwortet. Also sie haben gar nicht darauf reagiert. So sieht man, wie viel Potenzial es gibt, was gar nicht benutzt wird in diesem Fall. So zum Thema Positiv und Kategorien. Wie Sie gesehen haben, ich habe gar nicht von Kategorien gesprochen, ich habe gar nicht von Rules gesprochen. In diesem Fall, diese technische Seite würde ich rauslassen aus dem Pitch. Deswegen, man kann eigentlich die Ergebnisse zeigen, wie zum Beispiel hier, ohne zu zeigen, ja, man kann Kategorien anlegen, man kann Subkategorien anlegen, man kann Tags anlegen, Regeln und so weiter. Das braucht man für den Pitch eigentlich nicht. Wenn Sie aber jetzt eine Frage haben, wie man so eine Kategorie oder eine Regel anlegen kann, die kann ich gerne beantworten. Und dann zum Schluss wollte ich auch zeigen, dass man das noch ein Goodie für ein Pitch wäre, wenn man Trends entdecken kann. Wie haben wir das hier gemacht? Wir haben einfach die Gespräche sortiert nach Eisarten. Wir sehen hier zum Beispiel Eiscreme, über Eiscreme wird ziemlich viel gesprochen, auch aber auch über Alternatives. Was bedeutet Alternatives? Es gibt ganz viele Gespräche über Frozen Joghurt, was anscheinend gesünder ist als andere Eissorten, über Bio-Eis, über veganes Eis und so weiter. Solche Gespräche sind hier, haben wir hier erfasst. Und die eigentlich sehen wir, dass viel darüber gesprochen wird. Die Frage wäre, hat unser Kunde solche Produkte, bietet unser Kunde solche Produkte an oder nicht? Das ist noch etwas, was wir im Pitch darstellen können und hoffen, dass dann der Kunde das interessant findet. Das wäre mein Teil jetzt. Wir sind 20 Minuten sind schon rum. Deswegen würde ich jetzt gerne Fragen beantworten im Chat. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, stellen Sie sie bitte gerne. Es gibt schon ein paar. Ich werde sie jetzt beantworten. Wie sind die eben erwähnten Impressions genau definiert? Sehr gute Frage. Die Impressions sind nämlich, wenn ich zum Beispiel ein Twitter-Nutzer bin und ich habe 3 Follower, meine Impressions sind 3. Wenn einer von dieser Follower 3 weitere Follower hat und diese Person geretweetet hat, dann sind meine Impressions 6. Also das ist es ist mehr oder weniger das gleiche wie Follower, aber wird größer, wenn irgendjemand etwas retweetet. Sprich, die Impressions sind immer mehr, je mehr Leute mit vielen Followern das etwas retweeten. Das bezieht sich nur auf Twitter. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Sonst können Sie gerne noch eine Frage im Chat stellen, wenn ich das nochmal genauer definieren soll. Okay, die Frage ist richtig beantwortet. Danke. Wird das Webinar aufgezeigt, zur Verfügung gestellt? Ja, das wird alles aufgezeichnet und wir werden alles, wie gesagt, nochmal zuschicken, zusammen mit dem theoretischen Teil von Susanne, weil sie konnte heute leider das nicht machen, aber wir werden es auf jeden Fall machen. Wie sehe ich, wie oft ein Tweet retweetet wurde?
dass es gibt verschiedene Wege, das zu sehen. Zum Beispiel hier unter Twitter sehen Sie, ich werde es hier, Moment, sehen Sie, dass dieser Link 300 Mal geretweetet wurde. Wenn Sie einen genauen, wenn Sie sehen wollen, wie oft einen genauen Tweet geretweetet wurde, das können Sie, es gibt verschiedene Wege. Sie sehen hier zum Beispiel schon Retweet 0. Ja, diesen Tweet wurde 0 Mal geretweetet. Oder Sie sehen, wenn Sie auf den Single-Menschen-View gehen, können Sie auch direkt zum Twitter gehen und da sehen Sie das auch hier. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Genau. Wie wurde zum Beispiel Alternatives geclustert? Über das System oder durch Sichtung und Sortierung? Wir haben das selber gemacht durch Sichtung und Sortierung. Wir haben einfach entdeckt, dass es Gespräche über solche Eissorten gab und wir haben das selber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich hoffe. Sonst würde ich sagen, Ralf, melde dich nochmal. Super. Genau. Es gibt ganz viele Fragen. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, dann alle zu beantworten. Sonst werde ich dann per E-Mail die restlichen Fragen auch beantworten, ja, wenn ich keine Zeit habe, um alle jetzt zu beantworten. Wenn ich durch meine gewählten Queries im Pitch nicht so viele Hits habe, welche anderen Möglichkeiten habe ich, das Unternehmen von Brandwatch zu überzeugen? Es gibt dann verschiedene Wege. Entweder wir benutzen Channels oder wenn es über eine Marke nicht viele Gespräche gibt, dann würde ich auch eine Query aufsetzen für einen Wettbewerber und das vergleichen und dann sagen, wieso hat dieser Wettbewerber so viel Content und Sie nicht? Das wäre dann zum Beispiel eine Option. Ich weiß nicht, ob Sie die Möglichkeit dazu haben oder nicht. Sie können vielleicht mir ein bisschen mehr Infos geben im Chat. Genau. Ist gesichert, dass sie über Schokolade nur im Kontext mit Eis gesprochen wird? Das kann man. Man kann sicher gehen, dass Schokolade nur im Kontext von Eis gesprochen wird, indem man die Query so aufbaut. Zum Beispiel, ich werde jetzt hier mein Ding, das hier schließen und ich werde Ihnen die Query zeigen. In diesem Fall, die Wörter, die wir als Suchbegriff benutzt haben, war Schokoeis, Schokoladeneis, ja, und dann haben wir hier auch Schoko, aber in Verbindung ganz eng mit Eis oder Lieblingseis. Das heißt, eigentlich kann es nur sein, dass man Schokolade in Verbindung mit Eis benutzt hat. Es kann immer wieder kommen, natürlich, dass zufällig irgendein Beitrag nicht mit Eis und Schokolade zu tun hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering, weil wir haben nur zwei Wörter zwischen Schoko und Eis eingegeben. Ich weiß nicht, ob Sie den Near-Operator kennen, aber mit Near kann man genau eingeben, wie viele Wörter es zwischen zwei oder mehr Gruppen an Begriffen geben kann. Zum Beispiel, jetzt haben wir hier zwischen diese Geschmacksrichtungen und Eis oder Lieblingseis kann es bis zwei Wörter geben und es muss in diese Richtung sein. Zuerst Schoko und danach Eis. Deswegen haben wir hier diese F hinzugefügt. Ich hoffe, dass das Ihre Frage beantwortet. Aber so kann man nämlich sicher gehen, dass man keine irrelevante Treffer hat. Deswegen ist es ja wichtig, dass Sie ein kräftiges Social Media Monitoring Tool haben, das solche wie Brownwatch zum Beispiel natürlich, weil solche Operatoren haben nicht alle Wettbewerber, alle anderen Social Monitoring Tools. Wie kann ich den Near-Operator besser kennen? Sie können entweder sich mit uns in Verbindung setzen oder Sie haben hier auch Informationen zu den Operatoren, ja, oder in unserer User Guide haben Sie auch hier ganz viele Infos über allen Operatoren. Ich würde sagen, setzen Sie sich in Verbindung mit Ihrem Account Manager, falls Sie noch kein Kunde sind, dann können Sie sich gerne auch mit unserem Sales Team in Verbindung setzen und Sie können gerne den NIO-Operator
erklären. Beziehungsweise Sie können auch ein Training buchen und wir können das gerne sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann.